Also, wir sind hier vom Bauwagen. Ich bin Jonas Durst und das ist Laura Bozzacchini. Wir haben den bei eBay ersteigert. Das sieht man gar nicht. Das war mal ein alter Zirkuswagen. Und da können wir uns verziehen, wenn es regnet. Ja, und wir hatten früher einen alten. Und dazu sagt Laura Bozzacchini was zu. Also der war kleiner und da wohnen jetzt Gänse bei einem Förster, der mit irgendjemand befreundet ist, der hier im Wald ist. Und ja, der war mit Sternen, glaube ich, aber auch grün. Okay, ich gebe das Wort weiter an Jonas. Also, und hier für diesen Bauwagen mussten wir extra da oben es da absägen, sonst hätte der hier nämlich gar nicht hingepasst. Und wie man sehen kann, haben wir den schön bemalt gekriegt, also mit viel Helfern. Ja, und jetzt zu unserer Umfrage. Also, die Umfrage lautet: Was ist eigentlich euer Lieblingsplatz im Wald? Cut. Ich heiße Josephine Krazin und mein Lieblingsplatz ist eigentlich mein Baum. Ja, und weil ich dort so eine gute Aussicht habe und weil ich auch geschützt bin. Und ich habe ihn auch allein gefunden hier im Wald, als wir uns einen Baum suchen sollten. Und ja. Warum gefällt Ihnen der Baum so gut? Also, weil er ist auch so ringsrum geschützt und ja, er ist auch ein Laubbaum und ich finde Laubbäume eigentlich sehr schön. Okay, Dankeschön. Mein Name ist Ben Lienhardt und mein Lieblingsplatz ist auch mein Baum, weil der. Ich habe ihn auch gefunden, als wir uns einen Baum suchen sollten. Aber ich finde ihn einfach so schön, weil das ist halt so ein wie ein kleines Häuschen. Da ist ein Baum umgestürzt und der ist auf einem anderen Baum drauf. Also hängt er so in den Ästen drin. Und das ist so ein kleines Blätterdach. Und da kann man auch gut auf den einen Baum, auf den Baum draufklettern. Und nur deswegen gefällt Ihnen der Baum, oder haben Sie noch andere Kriterien? Ja, doch, ist auch schön und hat auch viele Blätter. Und wenn es regnet, regnet es auch nicht rein. Laub oder Nadelbaum? Laub. Gut, und Dankeschön für Ihr Interview. Ja, mein Lieblingsplatz ist auch mein Baum, weil da ist alles grün und ganz viele kleine Nadelbäume. Und da ist ein Bächlein und das höre ich dann immer, das ist ja sehr schön. Und da ist der Baum, das ist ein Laubbaum auch, und da ist so eine Efeuranke, die ist fast so dick wie der Baumstamm. Und die schlängelt sich so rum und deswegen ist der auch halt im Winter grün. Gibt es da auch sehr viele andere Bäume oder ist es der einzige Baum so auf halt Feld oder so? Ja, also ist eigentlich so wie ein kleiner. Nicht, ja, kleine Lichtung mit ganz vielen kleinen Nadelbäumen. Das ist eigentlich. Die versuchen sie auch zu schützen, oder? Ja, ich versuche halt nicht drauf zu treten. Danke. Ja, ich heiße Merle Zeschke. Ja, mein Name ist Kerstin Lange und ja, ich bin schon jahrelang im Wald, bin auch schon jahrelang mit der Gruppe zusammen. Und die Frage von meinem Lieblingsplatz, ich habe viele und ich am liebsten entdecke ich eigentlich auf dem Weg die Plätze. Und von daher kann ich oftmals gar nicht sagen, was für einen Platz es gibt. Aber ich habe einen Platz, wo ich ganz gerne bin. Das ist ein kleines Wäldchen, wo ganz viele Eiben wachsen. Das fand ich einen total schönen Platz, wo wir einfach auf den Bäumen draufklettern konnten. Und wir haben da kleine Hütchen angefangen zu bauen. Und leider mussten wir das dann alles abbrechen, weil Eiben einfach nicht geeignet für den Aufenthalt wirklich von Menschen ist. Das einfach auch giftig ist. Und ein anderer Platz, der mir so total schön gefällt, ist der Platz hinter dem Bauwagen oder vor dem Bauwagen. Da gibt es einfach total viele Möglichkeiten zu spielen.
Da gibt es eine Matschwasserrutsche, wo ich es einfach genial finde, runterzurutschen. Und sieht hinterher zwar nicht mehr so schön aus, aber es ist richtiges Matsch. Ja, man muss sich dann wirklich, man ist einfach matschig, aber es geht einfach wunderbar runterzurutschen. Und man kann da total gut Verstecken spielen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mal mit meinem Kollegen versteckt habe und die Kinder mich lange gesucht haben und mich nicht gefunden haben. Und ich konnte von oben alles beobachten und ich habe das einfach nur schön gefunden, wie sie sich zusammen organisiert haben und sich überlegt haben, wo wir denn sein könnten, weil wir waren beide unabsichtlicherweise auf Bäumen oben drauf gesessen. Ja, und das hat mir viel Freude gemacht, so dieses Verstecken spielen, zu sehen, wie sie sich organisieren, miteinander sind und Spaß haben, uns da zu suchen. Ja. Hallo, wir sind's wieder von den Moderatoren. Also die Umfrage war ja, was der Lieblingsplatz von den gefragten Leuten ist. Und jetzt wollten wir noch kurz sagen, was unsere Lieblingsplätze sind. Was sind deine? Also mein Lieblingsplatz ist auch bei meinem Baum, wie fast bei allen. Und ich habe die Bäume gewechselt. Am Anfang hatte ich einen alleine. Und der war mir dann aber zu nah am Weg, weil da immer Leute rumgerannt sind. Und dann bin ich weiter höher in den Wald. Und dann habe ich einen Baum gefunden, aber dem gehörte schon einer aus unserer Gruppe, der jetzt heute leider nicht da ist. Und dann hatten wir uns erst immer hin und her gestritten, wer denn den Baum wollte, weil ich das verstanden hatte, dass er weg den Baum nicht mehr wollte. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir zusammen den Baum nehmen und haben den total schön eingerichtet. Und der gefällt uns total gut und da sind wir immer zu zweit, wenn wir an unseren Bäumen sind. Ja, und deiner? Also ich habe eigentlich viele Lieblingsbäume, also nicht so einen richtigen. Also ich mag auch meinen Baum, das ist eine Buche, soweit ich weiß. Da habe ich auch mal so mit Nadeln so drumherum gelegt und hatte vorher noch so ein Holzstück, das aussieht wie ein Fisch, und das habe ich dann davor gelegt, also Bewacher. Aber der, ich weiß nicht, also der ist erst mal wieder weg gewesen. Jetzt habe ich ihn wiedergefunden. Und ich mag aber auch einen Weiher, den hat jemand anders. Verbotenen Weiher, oder? Genau. Ja, verbotenen Weiher. Aus der anderen Gruppe, die. Ja, und da gibt es auch Molche in so einem alten Motorradhelm. Die haben rote Bäuche und blaue Rücken sozusagen und die sind auch total süß und so. Ja, und jetzt wollten wir uns noch verabschieden und seien Sie gespannt, wann wieder WaldTV mit einer anderen Folge kommt. Tschüss! Tschüss! Hallo, ich bin Jonas Durst. Und ich Josephine Krazin. Und ich bin Lienhardt. Ich bin Merle Zeschki. Ich bin Laura Bozzacchini. Bis gleich. Hallo, und ich bin Kerstin Lange.